Was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun? Ich weiß es nicht. Wir haben den Kontakt zu Moskau verloren. Sind wir im Krieg? Warum greifen uns die Amis an? Ein Krieg ist die einzige Erklärung dafür. Es wird Zeit, zurückzuschlagen. Aber was ist mit der atomaren Zerstörung? Die haben entschieden, uns zuerst anzugreifen. Officer Moslinikov, wir sorgen für einen Gegenschlag. Hört sich logisch an, Captain Sowieski. Ich stimme den atomaren Gegenschlag zu. Und auch ich stimme den atomaren Gegenschlag zu. Zeit, die Fallout-Spieler wahr werden zu lassen. Genossen? Was hast du zu melden, Kommandant Arkhipov? Wir sind hier gerade mit Gegenschlag beschäftigt. Die Sache ist die, ich halte diesen Gegenschlag für keine gute Idee. Hahaha, wir brauchen deine Meinung nicht. Es reichert die Zustimmung von zwei bemächtigtem Personal. Also eigentlich hat er in gewisser Weise recht. Was? Warum? Naja, weil er auch ein Kommandant und im Team ist. Die Regeln besagen, dass alle drei Kommandanten eines U-Boots zustimmen müssen. Das ist doch bescheuert! Vielleicht! Genossen, alles, was ich damit sagen will, ist, dass wir das gründlich überdenken müssen. Wir reden hier immerhin von einem Atomkrieg. Warum? Wenn wir uns irren sollten, wird das sicherlich eine atomare Kettenreaktion auslösen. Millionen von Leben stehen auf dem Spiel und unsere Welt. Ja, ich meine, vielleicht ist was dran, aber wir können ja immer noch darüber reden, oder? Okay, Genosse, schauen wir uns die Fakten an. Wir sind bereits in einem kalten Krieg. Und wenn wir nicht schnell genug reagieren, bist du allein verantwortlich für den Fall der Sowjetunion. Verstanden? Ja, hab ich. Und gibt es schon irgendwelche Sowjets zu sehen? Nein, Sir, sie sind immer noch unter Wasser. Dann sollten sie mal schnell auftauchen, damit wir endlich... Du weißt schon, du weißt, was ich meine. Nein, Sir, sie drücken sich verdächtig unklar aus, als ob sie ihre Taten runterspielen wollen. Oh Mann, was für ein Spielverderber. Okay, Beweis Nummer 1, dass wir uns im Krieg befinden. Es befinden sich gerade einige US-Zerstörer direkt über uns, die uns in dieser Sekunde mit Bomben angreifen. Vielleicht werfen sie einfach nur große Attrappen ab? Das hört sich nach Bomben an, Genosse. Natürlich hört sich das nach Bomben an. Die wollen doch nur, dass wir auftauchen. Und was schlägst du jetzt vor? Dass wir auftauchen? Ich meine das ernst. Captain Sowieski, brauchen wir wirklich die Zustimmung von jemandem, der offensichtlich verrückt ist? Gute Frage, Officer Molisnikov. Wir können nicht ewig unter Wasser bleiben. Einer dieser Attrappen könnte uns treffen und massiven Schaden anrichten. Noch einen Grund mehr, eine Gegenoffensive zu starten. Okay, gehen wir erstmal einen Schritt zurück, okay? Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um wirklich darüber nachzudenken, was wir hier diskutieren. Einfach Atomwaffen abfeuern! Und damit dann den Dritten Weltkrieg auslösen? Welcher vielleicht schon im Gange ist. Aber das können wir nicht wissen. Ganz genau, warte, nein. Drück dich präzise aus, Officer. Oder muss ich dich daran erinnern, dass ich der Captain bin? Was ich damit sagen will, ist, dass das nicht der erste brenzlige Moment ist, den wir erleben. Der Dritte Weltkrieg ist schon einige Male beinahe ausgelöst worden. Ach, wirklich? Mr. President, John Paul Kennedy? Ja? Was gibt es? Die Sowjets haben Atomwaffen in Kuba. Na, verdammt! Wissen die, dass wir das wissen? Nein, in diesem Moment wissen die nicht, dass wir das wissen, dass die nicht wissen, was wir wissen. Warte, war das so richtig? Sprich doch mal deutlich, Beratertyp! Sie haben drei Optionen, Sir. Option Nummer 1, sich besser mit den Sowjets anfreunden. Ein Deal ausmachen. Vielleicht bei einem Date. Nein, danke. Verstanden. Okay. Option Nummer 2. Wir greifen an und übernehmen Kuba. Also fangen wir einen Krieg an. Gegen die Sowjets, die Atomwaffen an der Küste haben. Hört sich für mich nach einer Apokalypse an. Mehr oder weniger, ja. Ich höre mich vielleicht unoriginell an, aber das kommt mir nicht in die Tüte. Dann, Sir, bleibt uns nur noch Option Nummer 3. Okay, die Amerikaner haben etwas Wichtiges zu sagen, alles klar. Die haben keine Ahnung. Die Sowjetunion hat Atomraketen vor der Küste Kubas stationiert. Also war wohl ihre defensive Militärübung kompletter Schwachsinn. Was zum Teufel? Woher wissen die das? Okay, ein Krieg ist jetzt unausweichlich. Bereitet Flugzeuge und Waffen vor. Wir greifen zuerst an, bevor sie Wie uns... Wie auch immer, eine wichtige Meldung. Wir werden nicht angreifen. Wir grenzen die Insel Kuba aus, weisen jedes Schiff ab, das Waffen besitzt. Und wenn sie nur eine einzige Waffe feuern, wird es Krieg geben. Kennedy out. Was soll das sein? So ein Art kalter Krieg?
War das ein Flashback von vor 2 Wochen? Glaube ich schon. Sollten wir daraus irgendetwas lernen? Ja! Niemand will in den Krieg ziehen. Wir sind alle nur total angespannt. Beide, Amerika und die Sowjets, wollen einen Krieg vermeiden. Was mich wiederum zu Beweisstück Nummer 2 bringt, dass wir in einem Krieg sind. Wir können ihnen nicht vertrauen, genauso wie sie uns nicht vertrauen können. Das ist keine Beweislast. Warum nicht? Du hast es selber gesagt. Absolut jeder ist angespannt. Alle warten darauf, dass die andere Seite zuerst angreift. Und das hört sich nach einem ersten Angriff an. Aber was ist, wenn du komplett falsch liegst? Wenn wir nicht unter Angriff stehen, sind wir diejenigen, die mit dem Krieg angefangen haben. Dadurch... Diese Diskussion führt zu nichts. Wir sind im Recht und du liegst falsch. Jetzt reicht es aber. Steck dir doch dein Ich-hab-Recht dahin, wo die kommunistische Sonne nicht hinscheinen kann und hört mir einfach zu! Also gut, erzähl uns deine Selbstmordmission. Na los! Du hast recht. Wenn ihr mir zuhört und ich falsch liege, dann werden wir heute alle sterben. Was? Habt ihr sterben gesagt? Aber wenn ich recht habe und wir zuerst angreifen, wird Amerika eine Gegenoffensive starten. Ihre Atomwaffen werden unsere Städte zerstören, unsere Familien. Wenn wir nicht sicher sein können, dass wir im Krieg sind, dann können wir auch keine Entscheidung treffen, die aus Angst herauskommt. Soll mich die Geschichte als Verräter kennzeichnen, wenn ich falsch liege? Aber ich gebe lieber mein eigenes Leben, als mein Mutterland zu opfern. Mann, was brauchen die denn so lange? Die sollen sich besser beeilen, damit wir endlich, du weißt schon. Ja, sie waren wieder sehr spezifisch, Sir. Sir, das U-Boot, Sir, es taucht auf! Hurra, wurde auch endlich mal Zeit. Okay, macht euch bereit, Jungs. Die Kommis haben sicher noch ein paar Esse im Ärmel. Also eigentlich, nicht wichtig. Wurde auch mal Zeit, dass ihr auftaucht. Warum schießt ihr Bomben auf uns? Was? Ich sagte, warum schießt ihr Bomben auf uns? Das sind doch keine echten Bomben, das sind nur harmlose, laute Attrappen. Was? Wir wollten doch nur, dass ihr auftaucht, das war doch klar. Nein, das war es verdammt nochmal nicht. Oh, okay, ich schätze, das hat für ein wenig Verwirrung gesorgt. Ja, das hat es wirklich. Also was? Also, warum schießt ihr mit Attrappen auf uns? Oh, ich weiß nicht. Wir haben euch in die Sperrzone gesehen und also haben wir, ihr wisst schon, euch auf unserem Weg mitgeteilt, dass ihr nichts zu suchen habt. Oh, okay. Gut, ich will nur sicher gehen. Wir sind nicht im Krieg, oder? Das glaub ich nicht. Oh, cool. Wir sehen uns. Okay, Wiedersehen. Die hatten keine Ahnung, dass wir Atomwaffen hatten. Ja, ehrlich gesagt, wenn sie es gewusst hätten, dann wäre diese Sache sehr hässlich und sehr schnell ausgegangen. Also wirklich, diese Typen hatten ja echt keinen Schimmer, was wir dabei hatten. Okay, okay, alles wieder an Bord bitte. Hey, ich schätze, du hattest recht. Angst ist wirklich kein guter Entscheidungsfaktor oder so. Okay. Was ich versuche zu sagen ist, du hast dich richtig verhalten. Ich bin froh, dass du dabei warst, um den Dritten Weltkrieg zu verhindern, Akipov. Danke. Gern geschehen.